Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei mir hier mit einer neuen Folge von WWE 2K24 oder wie es eben bei uns heißt, ECW 2K24. Und für alle von meinen NHL-Fans, keine Sorge, es wird natürlich hier weiterhin NHL-Content geben. Ich will bloß irgendwas haben über den Sommer, wo ich mich ein bisschen selber bespaßen kann, wo ich auch Spaß dran habe. NHL zuletzt ziemlich den Bock dran verloren, also gibt es hier trotzdem weiterhin NHL-Content. Aber ich will meinen Horizont ein bisschen erweitern, auch die ein paar Leute mehr abgreifen noch natürlich. Und deswegen ist das, auch wenn es noch mehr Randsportart ist eigentlich als NHL, eins meiner Lieblingssachen ist über Wrestling quatschen. Von dem her machen wir es hier. Los geht's weiter. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwie Matches, irgendwelche Leute sehen wollt, gerne dazu schreiben in den Kommentaren und dann gucken wir, ob wir das hier in unser ECW-Universum mit einbauen können. Also los geht's mit der neuen heutigen Folge. Schauen wir mal, was heute ansteht. Heute steht an einem Steel Cage Tornado Tag Team Match zwischen den Dudley Boys und den Eliminators. Es geht aber nicht um den Titel hier. Dann haben wir Kid Cash gegen Balls Mahoney. Ein Falls Count Anywhere Match zwischen Mikey Whipwreck, der letzte Woche ganz schön Widerstand geleistet hat zu Taz. Eben auch wieder gegen Taz. Und dann haben wir noch Cheri Lynn gegen Sabu. Und im Main Event ein World Title Match. Mike Awesome trifft auf Rob Van Dam. Los geht's. Wie immer lassen wir die Dinge einfach laufen. Wir greifen nicht hier in die Matchcard ein. Wir spielen einfach los. Wir suchen uns einen aus, mit dem wir dann spielen. Und dann gucken wir, wie das Ganze weitergeht. Ist hier irgendwie alles Rivalitätsmatch. Wir haben alles mit Rivalenaktionen. Gucken, was dabei bleibt. Los geht's mit dem ersten Match. Tornado Tag Team Steel Cage Match heißt, dass beide Teilnehmer von einem Team über den Käfig, also aus dem Käfig rauskrabbeln müssen. Erst dann ist das Ganze vorbei. Also irgendwann früher oder später wird dann hier irgendjemand in die Hinterhand kommen. Ich spiele mit Devon Dudley jetzt mal. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Aber Ray versucht auch hier direkt rauszukommen. Versuchen wir mal die Chance gleich ihm zu geben, indem wir hier beide erstmal unten halten. Wird man natürlich erstmal mit 1 gegen 2 dastehen, aber trotzdem wäre schon mal gut hier früh, dass einer von den beiden raus ist. Aber Ray ist auch schon über dem obersten Seil drüber. Ich versuche mich hier so gut wie es geht zu wehren. Eben auch den Zeitvorteil zu verschaffen. Aber ich sage, dann treten wir dann trotzdem mehr oder weniger im Handicap-Match erstmal an. Aber Ray scheint schon hier durch zu sein. Ja, der ist raus. Das heißt, jetzt erstmal Handicap-Match. 1 gegen 2. Yvonne gegen. Ich habe auch den Schwierigkeitsgrad eine Stufe höher gestellt. Er war, glaube ich, auf leicht gestanden. Jetzt sind wir auf Mittel oder auf jeden Fall eins höher, als wir vorher waren. Können uns jetzt natürlich auch erlauben, dass einer von den beiden rauskrabbelt und wir dann den übrig gebliebenen platt machen, aber mal gucken, wie es sich Ganze. Vielleicht kriegen wir auch beide fertig und können dann direkt rauskrabbeln. Weil es sieht komisch aus, was die beiden hier machen. Aber sind sich aber nicht einig. Wir haben hier eine Tag Team Champions Eliminators. Jetzt hart gegen den Käfig hier. Devon muss hier hart einstecken. Habe jetzt mittlerweile auch rausgefunden, wie man die Gegenstände unterm Ring ändern kann. Also da gibt es auch, haben wir auch mehr Optionen jetzt, aber jetzt nicht in diesem Match, weil da kommen wir nicht unterm Ring. Wenn wir unterm Ring runterkommen, dann ist das Ganze vorbei. Von dem her bringt das jetzt nichts, aber im nächsten Match haben wir dann durchaus die Möglichkeit, auch mal andere Sachen außer den Singapore Cane und und Stuhl und was hat man noch immer? Tisch und Leiter unterm Ring rauszukramen. Ja, ich lasse hier Kronos auch rausgehen. Das ist eigentlich mir gerade ziemlich egal, weil ich sage, ich muss. Wird es eigentlich schon einfacher für mich, wenn ich nur allein hier drin bin. Kronos ist auch raus und dementsprechend der nächste der beiden Teilnehmer zwischen Saturn und eben Devon Dudley, der aus dem Ring rausklettert, ist damit auch siegreich. Power Slam von Saturn an Devon Dudley. Jetzt doch ein bisschen die Oberhand hält. Bearhug bringt hier wenig, glaube ich. Haben kein Auszählen an. Das heißt, es geht nur rein über das oberste Seil und dann über den Käfig zu klettern. Mit beiden Beinen den Boden draußen zu berühren. Dann ist das Ganze auch vorbei. Ich glaube nicht, dass der Außenstehende noch irgendwie eingreifen kann. Also ich glaube, dass sie mich daran hindern können. Dudley, Death Drop, ja. Mal gucken, wie wir hier rauskommen überhaupt. Ich muss irgendwas halten dann. E halten, A halten. Sondern halten. Das ist mein drittes Käfigmatch oder so.
Was hat dann kommt langsam wieder auf die Beine. Lass hier schnell machen. Mehr raus wollen. Oh, aber Devon geht aufs oberste Seil, eigentlich nicht geplant. Noch gerade nichts machen. Ja, das war natürlich blöd. Ist er doch selber erst mein zweites oder drittes Käfig-Match überhaupt im Spiel. Helena Cell hat mal ein paar, ein Elimination Chamber hat man schon, aber noch kein Tornado Käfig Tag Team Match. Das ist natürlich hier mit Setter mit klaren Vorteilen. Chinbreaker. Den erstmal auf die Beine oder auf den Boden bringen, der Saturn. Backdrop von Devon. Und Discus Punch. Noch ein Leg Drop. Immer noch ziemlich platt jetzt, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt dieser blaue Kreisel über dem Kopf, der ist auch ziemlich hoch. Da bringt es eigentlich weniger, wenn wir weiterhin so rumhüpfen. Jetzt die Ausdauer sogar ganz weg. Ich hoffe, das schon langt. Aber zumindest wie das hier von der Steuerung funktioniert, zumindest, dass wir erstmal bis nach oben kommen. Da müssen wir echt schauen, wie wir weiter rauskommen dann. Jetzt sind wir schon mal hier. Entkommen ist LB. Vorrutschen hilft da nichts. Also dann kommt hinterher. Oh, passen Sie den Schlag. Oh, ich kann ihn wegkicken. Oh, das muss doch gewesen sein eigentlich. Schau, ob das lang. Der kommt schon wieder auf die Beine. Und hier ist auch ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Ah. Er hält mich für ziemlich wieder rein, das ist natürlich ganz blöd. Hier unten sieht total platt. Headbutt gegen den Käfig, jetzt stehen beide am obersten Seil. Und da fällt Devon wieder zurück in den Ring und es geht eigentlich ganz geht bei vorne, erst von vorne los. Versucht seine gleichen Saturn hier rauszukommen, auch da kommt Devon dazwischen. Ich kann auch die Tür öffnen lassen, eigentlich. Ja, das geht auch, genau. Wir können auch die Tür öffnen. Das hat auch noch nie gemacht, wie man hier sieht. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt kommt der Schiri, macht die Tür auf oder versucht es zumindest aufzumachen. Powerbomb von Saturn, noch ein Elbow Drop hinterher. Die war das mega platt. Rings of Saturn, haben wir auch noch gar nicht gesehen. Es hat eigentlich kein Ref da, der den Tap-Out zählen könnte, von dem her, denke ich mal, haben wir hier nichts zu befürchten. Das heißt, wenn wir das jetzt durchlaufen lassen würden. Jetzt mal durch die Tür raus. Wie das funktioniert. Komm mal auf hier. So schnell kommt er auf die Beine. Vertical Suplex. Halt einen lang oben. Ist natürlich dementsprechend das Blut in den Kopf auch. Und Saturn versucht wieder nach oben zu klettern. Devon liegt erstmal benommen am Boden. Gerade nichts machen, jetzt mal langsam auf die Beine. Nicht fein. Oh, da tritt er mich vom obersten Seil. Kann mal selber erholen. Und jetzt hier eigentlich Bubba Ray, der hier mit eingreifen könnte, auch keine Hilfe. Der Kick, noch der nächste Kick. Und wieder fliegt Devon in den Ring zurück. Jetzt kommt Bubba Ray zumindest mal an, aber es hat hier keine entscheidende Hilfe.
Aber macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn das Ganze den Tick schwerer ist. Und das soll es auch gewesen sein, glaube ich. Ja. Vorher war ja mit dem, wo wir gespielt haben, eigentlich, wenn nichts passiert ist, ein automatischer Sieg, aber schaut es hier anders aus. Und damit kommt Perry Saturn am Boden an und eliminiert das Gewinnen dieses Tornado Tag Team Steel Cage Match. Steel Cage Match. Noch Replay haben wir auch neu eingefügt. Jetzt hatte ich ein paar Sachen hier noch optimiert. Überlegen, ob ich den Kommentar ganz ausschalte und dann nur selber laber, aber auch da mal gerne zuschreiben. Wollt ihr mehr mich labern hören oder wollt ihr einfach nur Michael Cole, der hier nicht passenderweise dabei ist? Nächste Match ist Kid Cash gegen Balls Mahoney. Da haben wir als Manager von Kid Cash noch Eddie Guerrero mit dabei. Kann gerade nicht verstehen, wo die Verbindung zwischen beiden herkommt, aber gut. War ja unser letzter Nummer 1 Herausforderer eigentlich, Balls Mahoney, nachdem er den Royal Rumble gewonnen hat. Aber die Titelchance dann ja ziemlich sang- und klanglos verloren hat. Jetzt in der heutigen Episode bekommt dann Rob Van Dam, auch ehemaliger Champion, wieder die Chance, gegen Mike Awesome seinen Titel zurückzuholen. Balls Mahoney natürlich hier mit die Chance, auch durch jetzt einen oder anderen Sieg wieder nah ranzukommen an die Elite, an die Herausforderung um den World Title. Irgendwie seit der Titelchance ist er irgendwie nicht mehr so richtig in Tritt. Ist ja noch keine Aktion, jetzt müssen wir sich mal zur Wehr setzen können. Whip-In gegen Kid Cash und ein Elbow Drop. Sandton Splash. Kein Elbow Drop. Doch. Elbow Drop in den Rücken sogar. Und noch einer gegen den am Boden liegenden Balls Mahoney. Eddie schmeißt hier einen Kendo-Stick in den Ring. Es ist hier kein Extreme Rules Match. Das heißt, der Ref geht auch dazwischen und beseitigt den Singapore Kane. Da war jetzt mehr Ablenkung als Hilfe für uns, was hier Eddie Guerrero verzapft hat. Mit Cash. Oh. Aber nur bis zwei. Den Finisher jetzt zeigen. Schau mal, was der war. Da will man auch gerade erstmal nicht sehen. Da muss Balls mal nach draußen, da steht auch schon Eddie Guerrero bereit. Bloß nicht den Ref wieder zu arg malträtieren, weil sonst sind wir da disqualifiziert. Oh, harter Whip-In von Eddie Guerrero hier gegen Balls Mahoney in die Ringtreppe. Sorry, Ref, war keine Absicht. Schmeißt er Balls Mahoney genau in die Flugbahn von Kid Cash, aber der Elbow Drop geht daneben. Eddie macht jetzt das Ringpolster, aber auch das hat der Ref nicht gesehen oder zumindest nicht sehen wollen, je nachdem. Aber da muss Kid Cash selber in die Ringecke fliegen. Spinning DDT. Das hat sich Eddie Guerrero anders vorgestellt. Eigentlich hätte der Balls Mahoney ins Eck fliegen sollen. Aber geht nochmal gut aus. Und wenn Kid Cash hier dann in die Ecke fliegt, kann er den Sieg hier holen. Weiter geht's mit Mikey Whipwreck gegen Taz in einem False Count Anywhere Match. Nehmen wir doch diesmal glatt Mikey Whipwreck. Den Einzug unterbrechen, weil ist ja eh False Count Anywhere, das heißt Pin überall in der kompletten Halle möglich.
Mal gucken, wie sehr wir uns da zur Wehr setzen. Letztes Mal haben wir mit Taz gespielt und haben es ziemlich schwer gehabt mit Mikey Whipwreck. Deswegen jetzt mal die Chance, den selber zu spielen. Aus erstem Mal, den wirklich spiel. Aber die Human Suplex Maschine direkt mit einem harten Suplex. Und das ein Body Slam von Mikey Whipwreck, gefolgt von einem schnellen Leg Drop. Geht doch hinaus. Boah, dauert zu lang. Da kommt die Schulter, der Shoulder Block. So, würde der eigentlich aus mir drunter finden können, aber erinnere mich da mal dran, dass ich das nächste Mal mache. Harter Whip in die Barrikade. Und da schlägt Mikey Whipwreck hier mit dem Baseball-Bat zu. Aber Taz auch wieder kontern. Stomp. Ja, der Baseball-Bat ist gerade der beste Freund von Mikey Whipwreck. Schlag in den Arm. Und natürlich auch Taz dann die Möglichkeit, noch weitere Suplex durchzuziehen. Dachte ich mir. Okay, gegen das Knie. So ein weiterer Body Slam außerhalb des Rings folgen, aber Taz kann hier kontern, schmeißt hier Mikey Whipwreck in der Gegend rum. Nächster Suplex. Pump Handle Suplex. Ja, schleudert hier Mikey Whipwreck quer durch die Gegend, sämtliche Suplex an und schon fast durchgezogen. Da gleich wieder der Angriff unterbunden. Das Ganze hier Mikey Whipwreck mal zu Wehr setzen und schmeißt Taz gegen den Ringpfosten. Den Stahlringpfosten. Jetzt gegen den Ref. Backstabber. Jetzt wieder gegen das Gitter. Eine Polsterung hier am Gitter, reiner Stahl. Jetzt nimmt hier Mikey Whipwreck Taz mit, aber der lässt ein paar Meter sich gefallen, aber dann schiebt der Mikey Whipwreck wieder in den Ring zurück. Das ist ein False Count Anywhere, der Pinfall muss nicht dem Ring erfolgen, das kann auch irgendwo sein. Geht Mikey Whipwreck jetzt hin, über irgendeinen Stuhl. Er ist mittlerweile wieder auf den Beinen, empfängt hier Mikey Whipwreck direkt. Whippen, wieder übers oberste Seil. Schaut Taz, was unter dem Ring noch so ist. Und dann wirft einem Singapore Kane hier nach Mikey Whipwreck. Also wirklich viele. Oh, mit dem Rücken geht es da gegen den Ringpfosten. Cover außerhalb. Bis der Ringrichter dann da rumläuft. Mikey Whipwreck schon wieder raus. Body Slam auf dem Betonboden, gefolgt von einem Leg Drop. Sind wir ihn auf die Schultern? Irgendwas hat er vor, irgendwo will er ihn hintragen. Da hat Taz so gar keinen Bock drauf. Geh wieder lieber in den Ring zurück, es ist sein Territorium.
Okay, Ripwreck klemmt jetzt den Stuhl in der Ecke fest. Ist bestimmt gleich ein Whippin dagegen folgen. So ist es. Taz muss voll gegen den Stuhl. Ist das oberste Seil? Big Splash. Folgt von Cover. Nur bis 1. War keine Ahnung mehr, was der Finisher von Mikey Whipwreck war. So, hier mal ein Stunner, ja genau, da ist er doch. Stunner von Mikey Whipwreck. Der ist immer noch nicht. Rabbelt sich gleich wieder. Knee drop. He isn't finding any space to recover. Yeah, he's really being put to the test. Ja, das soll er sich sparen. Ja, sich feiern zu lassen, wo das Match zu Ende ist. Der Schlagabtausch. Ich glaube, da auch da zieht Mikey Whipwreck schnell den kürzeren. Es geht jetzt das oberste Seil. Oder setzt sich zumindest das oberste Seil. Hat damit er nicht gerechnet. Move Deep. Was ist ein Move Deep? Ja, das hat irgendwie nicht geklappt. So, wo das sein sollte. Natürlich geil gewesen, wenn hier Mikey Whipwreck das Match mit der Test Mission beendet. Nächste Pump Handle Slam. Lass mal beide Männer am Boden. Er kommt dann doch schneller wieder hoch. Nächster Suplex. Das ist ein Armbar. Aber auch noch genug Kampfgeist in Mikey Whipwreck, der rauskommt. Oh, Stunner aus dem Nichts. Da rollt Taz aus dem Ring raus. Aber wie gesagt, Falls Count Anywhere, es kann überall, da kann der Pinfall passieren. Den covert jetzt auch Mikey Whipwreck, Taz außer vom Ring, bis der Rev kommt, angeslidet. Aber nur bis 2. Und doch zu lange gedauert, bis der Rev dann da war. Du bist schuld. Zu lange gedauert. Was braucht es noch, um Taz hier bis 3 auf die Schultern zu halten? Mikey Whipwreck jetzt mit einem Sledgehammer. In den Magen. Taz holt jetzt hier den Singapore Cane. Mikey Whipwreck ist schon auf den Beinen. Fängt den Singapore Cane ab und schlägt seinerseits zu. Jetzt auch Taz am Bluten. Oh, Taz Mission! Taz Mission! Soll er mal rauskommen? Aber Mikey Whipwreck kommt hier tatsächlich nochmal raus. Und Stroke.
Und tatsächlich kann Mikey Whipwreck das Match gewinnen. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht das letzte von der Fehde gesehen. Hier ein paar Highlights, zwei Stunner, die Test Mission und danach der Stroke außerhalb. Besiegt dann somit Tess. Das nächste Mal Jerry Lynn gegen Sabu. Normales 1 gegen 1 Match. Da war das letzte Mal auch ein Handshake angedeutet worden, aber dann doch nicht. Ja, da hat er die Hand zuletzt zurückgezogen dann noch. Schauen wir, wie das Ganze hier ausgeht. Diesmal Jerry Lynn mit der Hand, aber diesmal auch erst andersrum. Letztes Mal gab es ja das gleiche Aktion von Sabu. Ja, aber hier eine Ohrfeige folgen lässt. Ich spiele mit Charlin. Ja, auch ausweichen. Irgendwie Charlin, den zu spielen ist irgendwie, komme ich mit dem neuen wirklich so klar. Der Sabu macht für mich zu oft den Pele-Kick, deswegen habe ich jetzt den nicht gewählt. Ein bisschen auf die Nerven. Elbow Drop, was sonst? Gutes Cover. Oh, nicht mal bis zwei. Black Drop geht daneben, kann Sabu ausweichen. Und DDT. Okay. Kann Charlie nochmal den Aufgabemove kontern. Zieht sie mit Schlägen zu. Und DDT von Charlie. Sabu rollt sie erstmal nach draußen. Oder Plancher über das oberste Seil von Jerry Lynn auf den draußen stehenden Sabu. Oh, schöne Sequenz eigentlich. Letztes Mal hat ja Sabu den Sieg durch Auszählen bekommen. Und Sit-Down Pile Driver. Das Cover hinterher. Ja, du bist zwei. Der Finisher. Und Jerry Lynn. So berappelt sich langsam wieder. Und Spike Pile Driver. Cover hinterher. Eins, zwei. Und damit gewinnt Jerry Lynn dieses Match. Highlights mal den Sit-Up-Pile-Driver. Und dann am Schluss den Spike-Pile-Driver, der dann auch den Sieg für Jerry Lynn brachte. Damit steht unser Main-Event an. Mike Awesome verteilt seinen ECW World Heavyweight Title gegen Rob Van Dam in einem Extreme Rules Match. Auch hier mache ich die Einzüge wieder aus. Das ist schon oft genug gesehen. Und los geht's. Das Match wurde aber jetzt geändert zu einem 1 gegen 1 Mike Awesome gegen Bill Alfonso. Okay, also hier Robin Dem tritt nicht selber an, sondern lässt hier seinen Manager für ihn kämpfen. Ja, verstehe jetzt nicht so ganz. Bill Alfonso natürlich auch eher als Manager und Referee bekannt, aber nicht als wirklicher Wrestler. Aber ein paar Matches bestritten, ja. Gerade gegen... Ich glaube, gegen Bueller damals, Bueller McGillicuddy. Warum jetzt hier dieses Match zustande kommt, ich habe keine Ahnung. Rob Van Dam bestimmt einen Plan dahinter auch. Davon so hier im Outfit von Manager-Outfit von Taz, deswegen auch die orange Farbe. Haben wir noch gar nichts sehen, die beiden hier zusammen. Eigentlich leichte Aufgabe hier für Mike Awesome. Ich denke mal, dass mit RVD noch irgendwas passieren wird.
wenn er schon seinen Manager reinschickt. Was sein Manager hier Mike Awesome zum Opfer hinwirft, eigentlich kann man schon fast sagen. Aber von Rob Van Dam noch weit und breit nichts zu sehen jetzt auch. Nächster Big Splash. Da zieht Mike Awesome sogar Will Alfonso hoch, will ihn noch weiter vermöbeln. Ich glaube zwar nicht, dass das Ganze bis 3 gegangen wäre, aber zumindest sind wir da schon weiter als bis 1. Er fängt der Bill Alfonso ab und Side Backbreaker. Schade, dass man da den nicht aus dem Ring schmeißen kann. Nächste Powerbomb soll gleich folgen. Und damit müsste es eigentlich auch gewesen sein. Squash Match. Mal irgendwas will noch passieren. Jetzt kommt Robin denn tatsächlich rein. Okay, Stare Down, aber keiner macht irgendeine Aktion. Okay, damit endet unser Main Event so, alles klar. Einfach nicht kommen sehen. Ah, da ist auf jeden Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen. Jetzt gucken wir in den Weeklies, was da so kommt. Wir haben einmal Terry Funk gegen Taz im Extreme Woods Match, Mike Awesome gegen Rhino und dann ist das gefühlt 500. Match zwischen Lita und Jazz. Ich simuliere das Ganze mal durch. Also da mal wieder Zufall. Den Damentitel würde ich eigentlich noch gerne noch bei Jazz lassen. Rhino gegen Mike Awesome machen wir auch mal simulieren. Da ist jetzt nichts angekündigt, geht auch nicht um den Titel. Das heißt, eines Match hier kann Rhino auch gewinnen. Und im Main Event simulieren wir auch, aber da lassen wir den Titel mal noch bei Jazz. Da gibt es andere Matches und auch mal andere Herausforderungen, das Ganze mal durchgreifen müssen. Heißt, wir sind nur noch 4 Shows jetzt von unserem nächsten Pay-Per-View entfernt von Hardcore Heaven. Guck mal, was da heute anstehen würde. Wir haben einmal Jake the Snake Roberts gegen Kurt Angle, dann trifft Eddie Guerrero auf Kid Cash. Die waren ja eigentlich vorher noch ein Team zusammen, okay. Jerry Lynn trifft auf Terry Funk, dann trifft Mike Awesome auf Terry Funk. Auch da muss man mal gucken, wie das Ganze sich ausspielt. Und im Main Event nächstes Damen-Titel-Match wieder mit Beteiligung von Lita und natürlich von Jazz. Diesmal in einem Triple Threat Extreme Rules Match, wo noch Tammy Lynn Sitch mitspielt. Okay, also wie gesagt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Damit sind wir auch am Ende für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Immer noch denken, sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao.